Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zu einem neuen Vereinscheck. Und dieses Mal bin ich mit einem Eishockeyschläger ausgestattet. Allerdings stehe ich heute nicht auf dem Eis, sondern auf dem Parkett. Wir wollen euch nämlich die Sportart Inlineskater-Hockey etwas näher vorstellen. Und dafür sind wir zu Gast bei den Berlin Buffaloes. In Sachen Inlineskater-Hockey gehören die Buffaloes zu den Top-Adressen aus Berlin. Die ersten Männer gehen in der Bundesliga an den Start. Darauf ist man natürlich im gesamten Verein mächtig stolz. Nicht zuletzt auch Fabian Rudloff. Er ist der sportliche Leiter bei den Buffaloes. Ich glaube, im Berliner Raum macht uns in erster Linie aus, dass wirklich die sportliche Leistung im Vordergrund steht. Sowohl im Nachwuchs in den letzten Jahren als auch im Herrenbereich. Und das würde ich sagen, ist so das Alleinstellungsmerkmal hier im Berliner Raum. Will man bei den Buffaloes im Bundesliga-Team aktiv sein, muss man schon ein paar Vorkenntnisse mitbringen. Aber es gibt ja auch noch die zweite Mannschaft und einen Nachwuchsbereich. Da gehen wir von klein an, 5 Jahre sind die Jüngsten, bis in das Juniorenalter. Da sind dann die U19 ist da aktiv, ist da alles dabei und da sind wir auch sehr breit in der Förderung. Der Nachwuchs soll die Grundlage für zukünftige Erfolge im Verein liefern. Übrigens sind nicht nur Jungen und Männer willkommen. Auch Mädchen können bei den Buffaloes der Sportart nachgehen. Inlineskater-Hockey, das ist quasi die Sommervariante vom Eishockey. Nur wird hier nicht mit Schlittschuhen gespielt, sondern auf Inlineskates. Als Spielgerät dient nicht der Puck, sondern ein Ball. Und zu guter Letzt spielt man beim Skater-Hockey mit 4 Spielern pro Mannschaft und nicht wie beim Eishockey mit 5. Christian Bittner ist Trainer bei den Buffaloes. Er erklärt mir, was für ihn die Faszination der Sportart ausmacht. Ja, die Geschwindigkeit, auch dass es eine Sommersportart ist, vor allem der Ball. Mit dem sind einfach mehr Sachen möglich oder andere Sachen, sagen wir es mal so. Im Großen und Ganzen einfach eine tolle Sportart und macht riesen Spaß. Bevor es richtig zur Sache geht, muss man natürlich erst einmal das Skaten beherrschen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und genau hier liegt wohl der größte Unterschied zum Eishockey. Denn nicht jeder gute Schlittschuhläufer ist auch im Skaterhockey erfolgreich. Ja, manche kommen einfach nicht klar mit Inliner, weil die Belastung im Schlittschuh und im Inliner schon ein bisschen was anderes ist. Aber ein Profispieler ist immer noch auch ein guter Skaterhockeyspieler. Beim Inlineskaterhockey wird mit nicht ganz so viel Körpereinsatz gespielt wie beim Eishockey. Aber eine gesunde Härte gehört natürlich trotzdem dazu. Ausdauer, Koordination und Gleichgewichtssinn sind weitere wichtige Faktoren. So, in voller Montur stehe ich jetzt hier in der Situation, um mir jetzt mal zeigen zu lassen, wie man am besten einen Torabschluss im Inlineskater-Hockey hinbekommt. Und dafür habe ich den Sebastian an meiner Seite. Ja, Sebastian, wo ist denn der Torwart leicht zu haben? Also der Torwart ist ganz gut, ganz schlecht unten rechts. Wenn es von dir aus jetzt, Fanghand unten. Da könntest du ihn schaffen zu überwinden. Okay. Ansonsten am besten ist jetzt, dass du Schläger in beide Hände nimmst. Ja. Einmal rechte Hand ganz oben rechts am Knauf, genau. Links so ungefähr die Höhe. Okay. Ein Stück weiter oben. So. Und dann guckst du, dass du den Ball ungefähr hier auf der Mitte des Schläger hast. Ein bisschen immer so links und rechts und dabei nach vorne läufst. Okay. Und ab wo schieße ich dann los? Ach, so ungefähr so rote Linie oder so. Dann gucken wir mal. Mal gucken, wie weit der kommt. Gibt's eine Hilfestellung? Ja. Okay. Auf geht's. Zweiter. Ja, sieht gut aus. Oh. Stück. Ja. Gibt's ja nicht. Passt, er kommt gar nicht zum Stehen. Der Torwart hilft mir. Ja, Sebastian, hat nicht ganz geklappt, der Torwart war klar besser. Dementsprechend würde ich sagen, fällt jetzt auch die Auswertung aus. Ja, mein Ball ist heute leider nicht reingegangen. Gegen einen guten Torhüter kommt man dann im Endeffekt als Laie doch nicht an. Ja, was man sagen kann zur Sportart, das ist auf jeden Fall ein Sport, der mit einer gesunden Härte betrieben wird hier heute. Aber man braucht natürlich auch die gewisse Ausrüstung und die bekommt man hier bei den Buffaloes. Monatsbeiträge, die gehen hier von 11 bis 17 Euro. Ja, kommt einfach vorbei hier zu den Buffaloes beim Inlineskater-Hockey. Das war's heute vom Vereinscheck. Bis zum nächsten Mal. Ciao.